Classic meets Future, Classic trifft Zukunft. Guten Morgen auf dem Gemeinschaftsstand, auf der Gemeinschaftsbühne von Deutschlandradio, Neuer Musikzeitung und Deutschem Musikrat. Wir fangen heute an mit einer Expertenrunde. Kommt uns die Bürgergesellschaft abhanden, Ganztagsschule und ihre Auswirkungen? Ich darf kurz meine Runde hier vorstellen, von links nach rechts. Gregor Wilmes, der schon hier auf dem Stand war, repräsentiert die Bechstein Stiftung. Wir sind hier auch mit einem Bechstein-Flügel dieses Jahr ausgestattet, dazu später mehr. Neben Herrn Wilmes steht Frau Dorothee Gräfe-Hessler. Sie ist die Präsidentin des Hessischen Verbandes BMU, Bundesverband Musikunterricht. Matthias Pannes, Bundesgeschäftsführer, Entschuldigung, des Verbandes Deutscher Musikschulen. Und Wilhelm Mixer, Schatzmeister des DDKV und Präsidiumsmitglied des Deutschen Musikrates. Anfang der 2000er Jahre hat uns der PISA-Schock ereilt und eine der zentralen Reaktionen der Bildungspolitik war die Einrichtung der Ganztagsschule. Da wurde viel Geld in die Hand genommen. Wir wollen jetzt ein Schlaglicht auf die Situation heute werfen und haben eben durch die Runde hier allgemeinbildende Schule, Musikschule, freie Musikinstrumentallehrer und die Herstellerseite, glaube ich, eine kompetente Runde hier, die dazu was sagen kann. GTS, Ganztagsschule, ist sicher ein politischer Wille. Was hat sich nach diesem Totalumbau getan? Wie ist der Stand? Sind Sie denn zufrieden nach 15 Jahren Ganztagsschule? Frau Gräfe-Hessler, Dorothee. Nein, man kann nicht zufrieden sein. Ich spreche jetzt aber nicht für die Ganztagsschule, aber für den Stellenwert des Faches Musik in der Ganztagsschule und auch in der allgemeinbildenden Schule. Es ist in Hessen ja so, dass es keine, sagen wir mal, klassische Ganztagsschule gibt. Es gibt Ganztagsschule nach Maß, so laut Kultusministerium. Es gibt die pädagogische Mittagsbetreuung. Es gibt die Ganztagsschule nicht getaktet und getaktet, also mit Zeitmanagement oder mit festen Stundenplan über den ganzen Tag. Das sind aber die wenigsten Schulen. Die meisten Schulen bauen auf Freiwilligkeit. Das Programm wurde auch immer nur erweitert um etwa 40 Schulen. Also ich habe eine Statistik von 2006. Da gab es 265 von 2000 Schulen in Hessen, die Ganztagsprogramm anboten, von diesem gebundenen aber vielleicht nur fünf. Jetzt sagt das Kultusministerium, es sind 1000. Ich habe die Liste durchgeguckt. Etwa 800 sind aber nur mit pädagogischer Mittagsbetreuung. Und da ist kein Platz für Zeitmanagement, für Projekte der kulturellen Bildung. Jetzt sind Sie genau auf den Punkt gekommen. Was nützt uns eine Ganztagsschule ohne Musik? Natürlich, ja. Die Kinder sind aufgehoben, die Eltern können ihre berufliche Karriere verfolgen, aber uns interessiert hier, was ist mit den musischen Fächern, was ist mit der Musik? Ja. Da muss Matthias Pannes jetzt, glaube ich, intervenieren. Also wir sind da mit dem BMU an einer Seite. Ganztagsschule und die Angebote in der Ganztagsschule können nur gelingen, wenn auch ein starker Fachunterricht von der Primarstufe bis hin zur Sekundarstufe 2 gewährleistet ist. Wir sind zwar in diesen Jahren, die du angesprochen hast, jetzt mit ungefähr 5.800 Kooperationen mit Schulen meist im Ganztagsschulbereich unterwegs. Etwa 750 unserer 930 Musikschulen machen das. Aber es kann eigentlich nur dann gelingen, wenn ein korrespondierendes Feld zwischen, ich sage mal den alten Begriff, schulischem Musikunterricht oder Schulmusik und Musikschulangebot verzahnt greift. Dabei spielt, wenn man sich den Titel anguckt, kommt uns die Bürgergesellschaft abhanden, das werden wir erst in 10, 20 Jahren die Langzeitwirkung erkennen. Dabei spielt nicht nur die Ganztagsschule eine Rolle, die sehr viel positive Wirkung hat, weil wir da Kinder erreichen, die wir bisher auch sonst nicht erreicht haben, im Sinne von aufsuchender Kulturarbeit, vor Ort in die Schulen zu gehen, Musikschulen als Teil der kommunalen Bildungslandschaft mit den Schulen zu verzahnen.
Aber es spielt natürlich auch die Frage von G8, Schulzeitverdichtung, eine Rolle. Die östlichen Bundesländer haben mit dieser Verdichtung oder mit diesem G8 nie ein Problem gehabt, weil die Verdichtung kein Problem war. In den anderen Bundesländern ist das mit der Entschlackungsnotwendigkeit des Curriculums verbunden. Und da geht es zulasten leider der weichen Fächer, Musik, Kunst und so weiter. Und da sind wir seit an seit, dass wir dagegen vorgehen müssen. Wilhelm Mixer, was hat denn das für die Instrumentallehrer gebracht, die Ganztagsschule zunächst mal? Die Ganztagsschule hat natürlich die Situation deutlich verschärft. Heute ist es Gott sei Dank möglich, dass die einzelnen Instrumentallehrer im Ganztagsangebot ihr Angebot auch anbieten können. Ich persönlich war ja immer ein totaler Gegner der Ganztagsschule. Selber war ich als Schüler froh, wenn Mittag war und ich dann am Nachmittag mir die Sachen so aussuchen konnte, wie ich das wollte. Ich weiß zwar, dass die gesellschaftliche Situation heute eine ganz andere ist und wir diese Angebote einfach für die Familien brauchen und auch die bildungsferneren Kinder hier Chancen bekommen, aber ein wesentlicher Punkt für mich ist, dass eigentlich die Diskussion eröffnet gehört, was in den Schulen tatsächlich unterrichtet wird. Ich habe vor kurzem am Dachboden meines Elternhauses meine Schulhefte entsorgen müssen und habe die dann mal kritisch gelesen. Und ich muss sagen, wir hatten angeblich ein sehr gutes Gymnasium und es hat auch einen sehr guten Ruf. Aber was ich da in den Schulheften gefunden habe, glaube ich, war vieles drin, das ich in meinem ganzen Leben nicht gebraucht habe. Und ich glaube, diese Diskussion sollte eröffnet werden und die musischen Fächer, die bei uns am Rande standen, haben in meinem ganzen Leben eine wesentliche Rolle gespielt. Die Ganztagsschule ist eine Institution. Eine Institution muss auch finanziert werden. Und jetzt gucke ich Gregor Wilmes an. Warum geht die Bechstein-Stiftung an die Schulen? Interveniert man, weil um Hilfe gerufen wurde, oder interveniert man, weil man neue Marktchancen sieht? Also wir sind ja eine gemeinnützige Stiftung, insofern achten wir überhaupt nicht auf Marktchancen. Bei der Ganztagsschule muss man meiner Meinung nach unterscheiden zwischen der Grundschule und den weiterführenden Schulen. Ich komme ja aus Berlin und deshalb haben wir unsere Aktion auch in Berlin begonnen. Und zwar besteht die Aktion darin, dass wir Grundschulen kostenlos, Ganztagsgrundschulen kostenlos Klaviere zur Verfügung stellen. Das hat folgende Gründe. Wir haben von vielen Klavierlehrern und Musikschulen gehört, dass dadurch, dass die Kinder den ganzen Tag in der Schule sind, sie nachmittags oder abends dann eben zu müde sind und keinen Klavierunterricht mehr nehmen können. In den Schulen selbst gab es aber keine Klaviere und wenn es Klaviere gab, dann waren die 30 Jahre alt oder da stand noch VÖB, Deutsche Volksunion, da drauf. Die wurden also noch zu DDR-Zeiten gefertigt. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir stellen dann Klaviere in Schulen, damit daran unterrichtet wird. Und da helfen wir dann den deutschen Musikschulen mit, weil nämlich ganz viele Musikschulen diese Klaviere zum Unterricht nutzen und ganz viele Kinder auch in der Schule an diesen Klavieren üben können. Und gleichzeitig helfen wir natürlich auch den freien Musiklehrern, weil auch in anderen Schulen ganz viele freie Musiklehrer sind. Und wir sehen es als Chance an, weil in Berlin zum Beispiel sind wir auch in vielen sozialen Brennpunkten. Und da gibt es ganz, ganz viele Kinder, die jetzt Klavierunterricht bekommen können und die es sonst nie bekommen hätten, weil sie eben nicht aus dem glückseligen Land Bayern kommen und weil sie nicht eben ein Elternhaus haben, wo man sagen kann, das ist noch ein Bildungsbürgertum. Das gibt es in Berlin kaum noch. Und die Kinder, die beim Bildungsbürgertum stammen, die kriegen natürlich auch so ihren Musikunterricht. Aber wir helfen in der Breite und wir zeigen, dass es sich lohnt, auch alle bürgerlichen und gesellschaftlichen Schichten hier einzubringen. Dorothee Gräfe-Hässler, antworten Sie direkt. Ja, das ist genau das, was wir brauchen. Ich glaube, wir reden hier nicht über die Bildungsbürgergesellschaft, sondern wir reden über unsere Zivilgesellschaft. Und wir haben nun veränderte Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft und wir brauchen eine verlässliche Bildungsoffensive, gerade für unsere Fächer in der Grundschule. Und es kommt uns sehr entgegen, auch wenn wir leider nur 4 Jahre Grundschule hier in Hessen haben, dass unser Fokus muss auf die Grundbildung, die musikalische Grundbildung in der Grundschule gehen, gemeinsam mit den Musikschulen. Wir können nicht ohne die Musikschulen, wir brauchen praktische Erfahrungen und natürlich, ich
selber durch das Prima-Canta-Projekt, an dem ich Coach war, weiß, mein Lieblingsalter, die lernfähigste Altersstufe ist, sind die Achtjährigen. Ja. Die Achtjährigen, die können Kompetenz, da braucht man in der fünften Klasse wirklich nicht mehr Notenlehre machen. Das ist Blatzingen, kann man erreichen bis Ende vierte Klasse. Und wir brauchen ein völlig anderes Bildungskonzept. Die besten Lehrer, die besten Musiker müssen in die Grundschule gehen. Jetzt ist aber das Klavier doch trotz allem eine Art Schlüsselfach oder Schlüsselqualifikation, weil ich kenne das aus meiner Zeit nur abgeschlossen und man hat den Lehrer immer beantragen müssen, fragen müssen, ja, kriege ich überhaupt einen Schlüssel, dass ich mal drauf spielen kann. Wie wird denn das gehandhabt? Haben Sie denn Klaviere an den Schulen? Wie werden die eingesetzt? Wie ist das in Hessen? Ja, das ist sehr unterschiedlich nach Schulform. Ich komme ja aus dem Gymnasialbereich, da hat man schon in gut ausgestatteten Schulen 2, 3 Flügel und noch mehrere Klaviere. Das sind aber die Schwerpunktschulen Musik in Hessen. Das sind vielleicht 100. Die Grundschulen, da habe ich katastrophale Zustände allein in Frankfurt gesehen. Also noch nicht mal ein Musikraum, kein Fachraum, keine Instrumente. Ganz entsetzliche Situation. Und das mit den lebendigen Kindern, die Bewegung brauchen, die ja nicht nur Musik machen, hören, sondern die müssen sich bewegen. Das gehört alles dazu. Also wir brauchen andere Ausstattung und die Instrumente vor allem in den Grundschulen. Matthias Peines zunächst. Ja, das ist ja wirklich sehr verdienstvoll, dass die Stiftung sich so engagiert mit der Instrumentengestellung in Grundschulen befasst. Nur, was wird an Content dann am Klavier letztendlich gemacht? Der Pianist in der Einzelhaft ist ja nicht das Ziel, sondern der Klavierspieler als Musizierpartner. Das heißt, wir müssen in der Schule und auch in der Musikschule natürlich immer sehen, dass wir sozusagen den Content und das Curriculum und die Angebote so aufstellen, dass das Gemeinschaftserlebnis, das Ensemble-Musizieren, das gemeinschaftliche Produkt und das gemeinschaftliche Arbeiten, die Gemeinschaftserlebnisse auch damit in den Vordergrund stehen. Und da, glaube ich, haben wir auch noch sicherlich genügend Optionen über Fachgespräche, uns da noch weiter zu bewegen und weiter zu entwickeln. Also der Klavierunterricht allein ist ja nicht das einzige Instrument, was in der Grundschule angeboten wird. In vielen Grundschulen, wo wir tätig sind, wird auch Blockflötenunterricht erst angeboten. Es werden andere Instrumente angeboten. Aber Klavierunterricht, ein Klavier ist halt teuer. 8.000 Euro hat keine Schule mehr heutzutage, keine Grundschule mehr. Bei Gymnasien gibt es manchmal Fördervereine, da wird dann nochmal ein Instrument angeschafft. Aber es gibt keine Grundschule in Deutschland, die mal so eben 8.000 Euro für ein Klavier ausgibt. Und wenn, natürlich sind wir auch dafür, die anderen Instrumente zu fördern, aber das Klavier ist, glaube ich, immer noch das beliebteste Instrument und viele fangen Geige und Trompete oder Blasinstrumente später noch an, weil sie vielleicht auch vom Ansatz her schwieriger zu lernen sind. Und insofern sind gewisse Grundlagen dann natürlich schon mal gelegt. Außerdem werden die Klaviere natürlich auch im Musikunterricht eingesetzt und die Kinder, die da Klavierunterricht schon haben, freuen sich dann immer, wenn sie vorspielen dürfen und die anderen werden neugierig gemacht, sensibilisiert für Musik und sind begeistert. Und dann kommt hinzu, in Frankfurt haben wir zum Beispiel 6 Klaviere zur Verfügung gestellt und natürlich bewerben sich immer die Grundschulen, die wirklich engagiert sind. Es gibt immer schlechte und gute. Das ist bei Ärzten so, das ist bei Rechtsanwälten so, das ist bei Lehrern genauso. Und es ist natürlich schon so, dass sich die Schulen bewerben, wo engagierte Musiklehrer sind und die dann auch interessiert sind, Kooperationen herzustellen zu Musiklehrern, zu Musikschulen. Und manchmal ist es da auch so, dass wir dann ein zweites Klavier reingeben, was dann nur zum Üben gedacht ist. Also da steht manchmal schon ein Klavier und dann sagen wir, okay, aber damit die Kinder eben in der Schule die Zeit sinnvoll nutzen können, stellen wir ein zweites rein. Matthias Peines und auch Wilhelm Mixer, die Ganztagsschule hat auch die Musikschule verändert. Ist das jetzt ein Gewinn, wenn hier punktuell einzelne Bechstein-Klaviere oder auch Bläserklassen vielleicht vorhanden sind oder andere von der Industrie unterstützte pädagogische alles, was hilft, ist ein Gewinn. Public-Private Partnership ist, wenn sie gut organisiert ist, immer ein Gewinn. Ich glaube aber, wenn man sich die Zahlen und die Dimensionen der gesamten Schullandschaft ansieht, dann sind wir im Tausender- und Zehntausender-Bereich von Einrichtungen und da muss auch eine strukturelle und eine politische und eine systemische Lösung her. Und da könnte ich mir natürlich als Wunsch vorstellen, dass wir im Musikrat, ich sehe auch gerade den künstlerischen Geschäftsführer und Willi Mixer ist ja auch Präsidiumsmitglied, dass wir da bei dieser Überarbeitung des, Grünbuchs nicht nur mit den Ländern alleine, mit der Konferenz der Landesmusikräte alleine eine Systemvorstellung entwickeln, sondern auch im Fachausschuss Musikalische Bildung und dass das Präsidium sich das auch wieder zum Schwerpunktthema macht. Und man
Man muss natürlich eins dazu sagen, der Wert der Ganztagsbetreuung liegt immer in einzelnen Persönlichkeiten. Und das, was, glaube ich, abgeht, sind Konzeptionen. Es ist so, der Kind bekommt eine Schule, ein Klavier, aber wenn niemand da ist, der das vernünftig unterrichten kann, nützt auch die Ausstattung nichts. Man erlebt die, das, die Schule kriegt aber nur ein Klavier, ja, wenn die Ausstattung, wenn sichergestellt wird, dass es auch genutzt wird. Das ist Vergabekriterium. Das ist richtig, nur es ist immer so, man hat dann für viele junge, engagierte Leute und dann ist auch nicht unbedingt immer gewährleistet, dass die auf längere Zeit an der Schule da sind. Also ich habe das in meiner eigenen Schulzeit als Lehrer erlebt. Da gibt es eine Schule, die hat ein tolles Orffsches Schulwerk, aber der Lehrer, der das unterrichtet hat, perfekt, wurde dann an die andere Schule versetzt. Und das funktioniert nur, wenn man einfach die Ausstattung auch konzeptionell mit den qualifizierten Lehrern eben hier verbindet. Er kann ja sagen, dann muss das Klavier mitgenommen werden, wenn der Lehrer versetzt. Richtig. Antwort. Ja, das ist das richtige Stichwort. Qualifizierte Lehrer, sowohl im Einzelunterricht wie im Klassenunterricht als in einer allgemeinbildenden Schule. Ich kann wieder nur von Hessen sprechen. Das sieht es erschreckend aus und ich würde sagen, die Überschrift hätte nicht heißen müssen, verlieren wir die Bürgergesellschaft oder geht die nieder, sondern verlieren wir unsere musikalische Bildungsgesellschaft. Denn also junge Musiklehrer in die Grundschule zu bekommen, ist in Hessen fast unmöglich. Wir haben 80% Fachfremdunterrichtende. Zum Glück sind davon viele fachnah, das heißt privat oder durch ihre Vita eben geeignet, Musikunterricht zu geben und werden nachqualifiziert. Aber solange der Stellenwert des Fachs nicht verändert wird und vor allem der Bereich Grundschule aufgewertet wird, sehe ich da keine Zukunft. Da kommt auch das Stichwort Ganztagsschule und Jugendmusiziert vielleicht ins Spiel. Ja, wir haben, um das nochmal aufzugreifen, im Grundschulbereich ja zwei widerstreitende Prinzipien, die auch von den Lehrerverbänden, GEW wie Philologenverband, nicht aufgehoben werden. Wir haben das Klassenlehrerprinzip in den Grundschulen, eigentlich bundesweit. Das Klassenlehrerprinzip sozusagen, dass in den ersten zwei Schuljahren da fächerübergreifend, lernbereichsübergreifend ein Klassenlehrer, eine Klassenlehrerin für die Kinder zuständig ist. Und was wir aber brauchen, ist ja ein ganz klares Fachlehrerprinzip schon in diesen Altersgruppen. Und hier, glaube ich, müssen auch innerhalb der Lehrerverbände, sage ich mal, Klärungen herbeigeführt werden, dass man nicht das Klassenlehrerprinzip zur alleinigen Zielsetzung macht, sondern dass hier die Fachdimensionen auch schon früher Raum greifen können. Jeki macht es uns vor, andere Programme auch, wir machen die Musik, leider nicht mehr SBS in Baden-Württemberg, aber es gelingt doch schon in früheren Lebensaltern, wir haben doch heute ein anderes Aufwachsen von Kindern, es gelingt doch schon in früheren Lebensaltern auch schon eine fachliche Orientierung neben einem Klassenlehrerprinzip stärker Raum greifen zu lassen. Wir kommen jetzt gerade richtig in die Diskussion, gleichzeitig sind wir zeitlimitiert und deshalb würde ich bitten, eine letzte Runde jetzt, wo man auch ein bisschen nochmal ein Fazit zieht, weil Ganztagsschule, da geht es nicht darum, ob man die weiterführt oder nicht weiterführt, sondern wie man sie weiterführt. Also was Matthias Pannes gerade gesagt hat, wollte ich erstmal nochmal bestätigen. Unsere Erfahrung ist immer, dass die Schulen bei uns anfragen, wo ein Fachmusiklehrer womöglich sogar es bis zum Schulleiter geschafft hat oder wo eben dann sehr engagierte Musiklehrer da sind, die ihre Schulleiter überzeugen, dann erstmal einen Antrag zu stellen und die dann eben auch wirklich daran interessiert sind, dass die Kinder nicht nur Musikunterricht haben, sondern praktisch musizieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass nicht nur irgendwie theoretisch über Musik gesprochen wird, sondern dass gerade in der Grundschule praktisch musiziert wird. Und da würden wir beitragen. Und von der Struktur her gibt es da sicherlich ein Problem, weil das erfahren wir ja auch an vielen Schulen. Wenn der eine engagierte Musiklehrer weggeht, dann ist auf einmal Holland in Not. Und dann ist es gut, wenn dann schon Kooperationen mit Musikschulen zum Beispiel bestehen, weil die laufen dann in den Nachmittagsstunden einfach weiter. Jeder ein kurzes Statement, bitte. Und nicht natürlich nur mit Musikschulen, natürlich mit Musikschulen, sondern auch die freien Musiklehrer müssen hier die Möglichkeit haben, in der Schule mit eingebunden zu werden. Die wollte ich nicht ausschließen. Es geht nicht ums Ausschließen, sondern das ist ein genauso wichtiger Part neben den institutionalisierten Schulen. Darf ich da gleich zu sagen, das ist wirklich auch hier so. In Frankfurt sind die Wartelisten bei der öffentlichen Musikschule so lang, dass wir gar nicht, wir müssen auf ganz viele Quellen zurückgreifen, um qualifizierten Unterricht zu bekommen. Was ich mir wünsche, ist, dass jetzt in Hessen wird
zusammengelegt JEKI und die Kooperationsmodelle Musikschule-Schule zu einem neuen Projekt Zusammenspiel, das den Fokus auf das praktische Musizieren richtet und dass sich da möglichst viele Grundschulen melden, denn da sehe ich die größte Chance, dass in der Grundschule eben alle Kinder erreicht werden, jeglicher Couleur und jeglicher Herkunft. Und das ist unsere Chance, diese Kinder, die jetzt auch zum Teil neu nach Deutschland gekommen sind, eben zu musikalisieren. Und das geht nur in der allgemeinbildenden Schule. Ja. Ich möchte das als Schlusswort nehmen. Wir sind am Ende. Matthias, akzeptierst du das? Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir stehen hier unten noch zur Verfügung, wenn jemand wissen will, wie man an ein Klavier kommt oder wenn man eine Kooperation zwischen Schule und Musikschule bilden will. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie uns treu hier, es sind noch einige spannende Veranstaltungen heute hier.